Kranitz bei Trenn um Geld zurück ist eine der besten Serien 2021. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen. Falls nicht, gute Nachrichten gibt's in der ARD Mediathek. Und der Mann dahinter hat ein neues Projekt. Das gibt's auch in der ARD Mediathek. Das heißt Das Begräbnis. Dort hat er Buch und Regie gemacht. Ich freue mich so sehr. Jan-Georg Schütte, wie geht's dir und wo bist du? Hallo, herzliche Grüße. Mir geht es sehr gut. Ich bin schwer in Arbeit, wirbel gerade ein bisschen rum und ich bin in Hamburg, in meiner Wohnung. Jan, ich muss dir sagen, also Kranitz hat mich so mitgerissen, hat mir so gut gefallen, dass ich direkt fragen muss, darf ich mich auf eine zweite Staffel freuen oder weiß man gar nichts? Ja, du darfst. Und darum bin ich auch gerade so ein bisschen hektisch, weil diese zweite Staffel, eigentlich sind wir schon mitten dabei. Es sind schon 5 Paare geschrieben und ich freue mich riesig darauf. Und es gibt gerade so ein paar organisatorisch Etat-Dingsbums-Dreck-Schwierigkeiten, wo keiner böser Wille hat, aber irgendwas gerade rumeiert. Insofern, wir arbeiten dran und ich bin aber fest entschlossen, es dieses Jahr noch zu drehen. Das werden wir hoffentlich schaffen. Oh, sehr gut. Ich habe nachher noch Fragen. Erstmal sprechen wir über Das Begräbnis. Mit wie viel Kameras habt ihr dieses Improvisations-, ich möchte im positiven Sinne Monstrum sagen, erschaffen? Also wir haben über 50 Kameras gehabt, glaube ich 54. Und davon waren auch 48 Kameras bemannt befraut. Also es war wirklich ein gigantischer Bunch von Kameraleuten da. Die engste Kamerabesprechung fand auf einer Tribüne statt und wo 50 Leute saßen und gesagt haben, ja, aber was mache ich denn, wenn da welche lang gehen und wie komme ich denn da hin und was mache ich denn, wenn alle nachher vom Friedhof rüber in den Gasthof gehen, wer geht dann wohin? Und dann war das also wirklich wie so eine Art Regimentsbesprechung. Eieieiei. Und wer es noch nicht gesehen hat bei der ARD, worum geht's bei Das Begräbnis? Es geht um ein Begräbnis, ganz klassisch. Also der Familienpatriarch ist gestorben und die Familie versammelt sich und bringt ihn unter die Erde. Ist auch nicht weiter tragisch, dass er gestorben ist. Menschen sterben nun mal. Und dann geht aber sozusagen die Schlacht unter den Familienmitgliedern los. Wer erbt was? Und darunter laufen aber auch Liebesgeschichten. Darunter läuft eine alte Stasi-Geschichte, die aufbricht zwischen den alten Leuten. Also wir erzählen im Grunde 10 Konflikte gleichzeitig, die dort aufbrechen bei diesem großen Begräbnis. Also Friedhof, Gasthof, Familienhaus, das Übliche, was so ein normaler Ablauf eines Begräbnisses. Und es ist fantastisch besetzt. Charlie Hübner, Claudia Michelsen, Christine Schorn, David Striso, Katrin Striebeck, Enno Treps, Anja Kling, Martin Brambach, Luise von Fink, um nur einige zu nennen. Und jetzt frage ich mich natürlich, weil du bist ja im deutschen Fernsehen mittlerweile die Institution für Improvisation. Hast du da manchmal das Gefühl, oh, ich würde jetzt so gern mitspielen oder reicht dir dann Regie zu führen an so einem Tag? Und wahrscheinlich noch Produktionsleitung drumherum und so. Ja, also ich würde schon immer sehr gerne mitspielen. Ich habe bei Begräbnis tatsächlich sogar auch mitgespielt, hatte mir eine kleine Rolle geschrieben, die ist im Schnitt als erstes rausgeflogen, weil man merkt, da rennt nur jemand hektisch hin und her und hat die ganze Zeit das Regie-Ding in den Augen. Deshalb muss ich dann wieder rausschneiden. Ich habe mir glücklicherweise bei Kranitz mir dieses Geschenk jetzt erstmal nicht machen können, dass ich selber mitspiele und dann auch so zentral mitspiele, dass ich auch spielenderweise Regie führen kann. Aber bei Begräbnis bin ich nicht dabei. Und beim Begräbnis haben wir einmal 2 Filme und eine 6-teilige Serie oder habe ich es falsch verstanden? Einen Film und eine 6-teilige Serie. Und das absolute Hauptprodukt hier wirklich ist die Serie. Also wir haben das gemacht, um eine Serie draus zu machen. Dass die Geto sagt, Mensch, mach uns doch noch einen Film, den können wir schön an einem Samstagabend senden. Und dann haben wir, okay, das kriegt ihr noch als Goodie obendrauf. Aber das Hauptprodukt ist wirklich die Serie, die, by the way, gestern Abend in Hamburg Premiere hatte, also richtig gebinged, 240 Minuten mit einer Pause. Und das war, ich bin selber davon noch total geflasht. Ich habe das Ding vor einem guten halben Jahr fertiggestellt und habe es so lange nicht mehr gesehen. Und es hat sensationell funktioniert in dem Kino. Wirklich, Eigenlob ist albern, aber ich war selber total geflasht. Und die Leute sagen, das ist das Geilste, was ich je gemacht habe. Und ich hatte auch das Gefühl, wir haben ein richtiges Epos geschaffen. Das habe ich bisher noch nie getan, weil ich immer so kleine Geschichten gemacht habe. Und dies ist wirklich ein richtig großes Familien-Epos. Auf auch eine sehr unterhaltsame, sehr lustige, aber auch teilweise sehr berührende Art. Gibt auch echt ganz traurige Sachen dabei. Ja, es ist und die SchauspielerInnen haben sich tolle Sachen für ihre Figuren überlegt. Ich hatte mit Anja Kling gesprochen, die ja ihre Figur, sagen wir mal, Wortfindungsschwierigkeiten der ganz besonderen Art aufgetan hat. Auch Luise von Fink hat erzählt, es war einfach ein unglaubliches Arbeiten. 6 Stunden halt gedreht, ne? Ja, 6 Stunden durchgängig gedreht. Das ist für die Schauspieler schon ein toller Trip, muss man wirklich sagen. Da bin ich auch immer neidisch drauf. Also wir sagen ja irgendwann und bitte und dann dürfen die 6 Stunden drauf losspielen. Die haben ja schon sehr genaue Ziele und müssen wissen, wo sie hinwollen und müssen Aufgaben erledigen, aber das macht ja Spaß. Und das Unmögliche dieser Aufgaben macht ja auch Spaß. Das ist ja das Schöne an einem Schauspielerberuf, dass man an den Krisen und Konflikten und Katastrophen, die da stattfinden, große Freude entwickeln kann.
Es gab einen Moment, der hat mich an meinen Musikunterricht erinnert. Und zwar haben wir vor 480 Jahren die Pudis gesungen, Alt wie ein Baum, ein Song, der auch bei euch vorkommt. Warum auch immer ihr euch für den entschieden habt. Aber das Schöne ist, unsere Musiklehrerin damals hat sich gedacht, um den aufzupeppen, sagen wir an einer bestimmten Stelle, yeah, alle meine Träume, yeah, fange ich damit ein, yeah. Jahre später in der Disco lief dieser Song und ich hatte den Eindruck, dass alle bei der gleichen Musiklehrerin den Unterricht haben, denn alle haben das gemacht. Jetzt ist also Charlie Hübner auf diesem Begräbnis, ja, fängt an, alt wie ein Baum zu singen und aus dem nächsten Raum, alle meine Träume, yeah. Fange ich damit ein? Yeah, ich bin weggebrochen. Wie kam es zu den Pudis? Also es gibt ja diesen Song von den Pudis, der irgendwie auch ganz schön ist. Also die Pudis waren eine tolle Band. Und ich bin Wessi, aber für die Ossis ist das die Institution. Meine Frau kommt aus dem Osten und für die ist die Pudis immer ganz oben gewesen. Dann haben wir diesen Song gehört und ich dachte, oh, den habe ich wirklich gehört, dass man den auf dem Begräbnis spielt. Also bei uns im Westen hat man natürlich immer religiöse Lieder gespielt, aber mir war klar, nee, wenn wir das Ding in der ehemaligen, auf dem Gelände der ehemaligen DDR stattfinden lassen, lass uns das ein bisschen säkulärer machen. Und das ist ja tatsächlich so, dass dort bei Beerdigung dieses Lied gespielt wird. Und dann gibt es einige YouTube-Videos, wo das gesungen wird von einem Chor. Und es ist so unfassbar witzig. Und es gibt diese Parole, alle meine Freunde, yeah, so geht der Song. Und dann, wenn so ein ganzer Chor, so ein Herrengesangsverein yeah macht, ist es einfach unglaublich lustig. Und dann haben wir das so genommen und Charlie hat die yeah-Passage bekommen. Bei welchem Titel schlägt dein Herz persönlich höher? Ist es Verbotene Liebe oder Kommt Mausi raus? Ach, das ist gemein. Das ist beides sehr gemeiner Tiefschlag. Sind beides Niederungen meiner Schauspielkarriere. Ich glaube, es war der Start, oder? Start meiner Fernsehkarriere, genau. Beides scheiße. Also ich war in beiden auch nicht toll und so. Also ja. Also sprichst du lieber über Kommissar Dupin? Ja, schon eher. So, wobei das auch Kommissar Dupin jetzt nicht, sagen wir, für mich als Schauspieler nicht das Herzensprojekt ist. Ich finde das Format total okay. Das ist Entertainment mit schöner Landschaft und so. Und das kann man gerne machen, aber sozusagen mein Schauspielerherz brennt da jetzt nicht in erster Linie für Dupin. Ich bin da aber gern dabei und das ist nett, auch mit Pasquale und es kommen immer ganz tolle Kollegen dabei. Also insofern mache ich das gerne mit. Aber mein Herz brennt tatsächlich mehr bei anderen Formaten. Also jetzt bei Kranitz oder meinen Dingern. Ja, aber einen werfe ich noch rein. Tatort, das Team. Ja, das ist von meinen Regieprojekten sicherlich mit Abstand das umstrittenste. Und das, wo ich die meisten Haare bei verloren habe. Aber ich finde es geil. Ich finde es einen geilen Film. Und ich finde, dass er total unterbewertet ist. Weil man hat selten so tolle Schauspieler so hart vor der Kamera schwitzen sehen. Privat. Wie bei das Team. Insofern finde ich einen geilen Film. Und warum hast du da so viele Haare verloren? Weil es wirklich im Grunde kann man Krimi nicht improvisieren. Das war mir von Anfang an klar. Ich habe dann versucht, ein Setting zu bauen, wo es vielleicht doch geht. Und dann merkte ich aber diese enorme Last, die auf diesem Tatort ruht, wo sie die ARD, oh, unser Schlachtschiff. Und da merkt man, dass die Erwartung unfassbar groß war, dass das jetzt ein toller Sonntagabend-Couchfilm wird. Und das ist es nicht geworden. Der ist, ich glaube, auf der Couch wird man ein bisschen unruhig bei dem Film. Aber das war einfach, die Erwartung war anstrengend. Und gab es denn bei Kranitz Erwartungen oder hattest du dir mittlerweile ja Narrenfreiheit erarbeitet? Ja, bei Kranitz hatte ich mir schon viel Freiheit erspielt. Ich habe den ja auch schon als Hörspielserie gemacht, da hat er super funktioniert. Da war die Erwartung an mich selber sehr hoch, weil ich als Hörspielserie hat er klasse funktioniert und dachte ich, oh fuck, jetzt den Sprung zum Bild und eben da selber jetzt mal die Hauptrolle spielen. Kann ich das überhaupt? Oder stellt sich irgendwann heraus, Schütte kann das gut anleiten, aber wenn er selber davor steht, kriegt er auf einmal Muffe. Und da war also, sag mal, von daher die Angst groß. Es war dann aber ein großer großer Spaß mit den Kollegen. Wir haben uns, glaube ich, gegenseitig toll da durchgetragen und für mich hat das dann funktioniert. Ich muss dir sagen, ich kannte dich vorher gar nicht. Okay, ja. Bist du nicht der Einzige? Und Kranitz wurde mir sehr, sehr, sehr empfohlen. Mit den Worten, Bjarne Mädel spielt mit. Das finde ich ist eine unglaubliche Lüge. Stimmt, das ist ein bisschen frech von uns. Er war auch, ich glaube, in der gesamten Kampagne, die ging komplett über Bjarne, aber die Auftritte, die Bjarne hat, sind halt auch einfach Gold. Das muss man sagen. Und mir hat aber eine Folge ganz, ganz, ganz besonders gefallen. Guckt in Folge 2 rein, die heißt Toto und Tom, der Honesty Prank. Und der ist für alle Leute, die natürlich in Social Media irgendwas zu tun haben, natürlich besonders interessant. Kannst du noch zusammenfassen, worum es da ging? Also Kahn ist ja eigentlich Paartherapeut. Er bringt Paare zusammen. Dann kommen zwei junge Kerle an und machen sich einfach einen Gag. Die sollen sagen, hey, mein Kumpel ist irgendwie scheiße drauf. Willst du nicht mal therapieren? Ich glaube, der hat irgendwie ein Problem.
Und da merkt Kranes, okay, er soll jetzt hier verarscht werden und dreht das Ding um und sagt, pass auf Leute, ich bin Paartherapeut, also eigentlich muss ich euch rausschmeißen, aber ich kann euch eins liefern. Ich schaffe es, euch beide zu trennen und wenn das klappt, kriege ich 1000 Euro. Und die, ey, coole Wette, ey, geil, Alter. Und dann geht es los und aus diesem cool, Alter, geil, Alter und wir machen dich fertig, du dummer Boomer, wird eine ziemlich harte Schlacht zwischen dem Boomer Kranes und den Digital Natives Toto und Tom. Und es stellt sich heraus, dass in dieser Beziehung durchaus einiges im Argen ist zwischen diesen beiden alten Freunden und Showkumpels. Und so nimmt das dann durchaus eine sehr turbulente und auch ernstere Wendung und geht in die Tiefen der Beziehung hinein von den beiden. Und die beiden werden gespielt von Gustav Schmidt und Bjarne Meisel. Und das machen die ganz, ganz abgefahren. Und das ist das Schöne bei Kranitz. Wenn man in den ersten 5 bis 10 Minuten so eine Idee hat, so als Zusehender sich denkt, ja, ja, ich weiß genau, wo die Reise hingeht, könnte vergessen. Also bei Kranitz, es funktioniert wirklich gar nicht. Weil was da passiert an Wendungen auch, sind so, so, so viele. Oh Gott, ich hoffe so sehr auf eine zweite Staffel, ne? Ja, ich weiß nicht, ob du es rausgehört hast, ich mag es sehr. Ja, ja, super, ja. Ich hoffe auch, es muss auch jetzt weitergehen, weil wir müssen das, ich bin noch nicht lange in den sozialen Medien aktiv. Ich habe jetzt tatsächlich angefangen, irgendwie Klaas Häufer Umlauf ist ja Mitproduzent meiner Sachen und der hat gesagt, Digga, du musst jetzt echt hier auf Instagram gehen. Ne, Digga sagt er nicht, macht man ja nicht mehr. Also du musst echt mal in die Netze gehen und jetzt habe ich mir ein Instagram-Profil zugelegt und Klaas hat mich auch ein bisschen gepusht am Anfang, dass ich mal über die 100 rauskomme. Und jetzt kriege ich wirklich für Kranitz so unglaublich viel Rückmeldung und so toll, dass mir das richtig Spaß macht. Also da auch die Fragen zu beantworten von Leuten und die Anregungen und das finde ich absolut beglückend, was da gerade passiert. Also an Feedback für Kranitz und er hat auch schon von der Klickrate her hat er die 3 Millionen geknackt. Was für eine Sendung, die jetzt linear, wir wurden glaube ich um 23.69 Uhr versendet oder so, extrem toll ist. Also obwohl wir praktisch linear nicht stattgefunden haben, geht das Ding im Netz richtig durch die Decke. Zum Abschluss möchte ich dir gratulieren. Du bist seit 22 Jahren freiberuflich tätig. Ja. Heftig, ne? Ja. Dass das geht, ist Wahnsinn. Aber ich war, ja genau, das war auch ein großer Schritt. Weil ich war lange, vorher 25 Jahre war ich im festen Engagement an Theatern. Und der Schritt dann in die Freiberuflichkeit war schon auch mit großer Angst verbunden. Sehr großer Angst, auch zu Recht, weil danach kam nichts, als ich wegging vom Theater, einfach gar nichts. Hat sich keiner mehr für mich interessiert. Und so musste ich sozusagen Selbstheilungskräfte aktivieren und dazu gehören meine eigenen Filme. Das war aus der Not geboren und im Endeffekt, danke, liebes Schicksal, dass du mich aus dem Theater rausgeschmissen hast. Welches war denn mit Abstand dein schlimmstes Jahr in der Selbstständigkeit? Das erste. Das erste. Ich ging weg vom Theater und war, wie gesagt, ich war 20 Jahre, über 20 Jahre immer in Bühneneingänge reingegangen. Mir hat jemand gesagt, was ich zu tun habe. Also man ist in einem richtig angestellten Verhältnis als Schauspieler. Und dann stand ich da und wachte morgens auf und was mache ich heute? Und es kamen keine Anrufe und dann habe ich angefangen, Lesungen zu machen hier und dort. Und im schlimmsten Moment habe ich mich, glaube ich, beworben für eine Stelle für Public Relations bei irgendeinem Ding. Ich dachte, ich muss irgendwas machen. Public Relations, da bin ich ja zu sehen. Irgendwas mit Public, das kann ich doch als Schauspieler. Ich glaube, für die Bewerbung habe ich nicht mal eine Antwort bekommen. Dann hatte ich, doch, der Tiefpunkt war, ich habe eine Lesung gemacht für ein Anzeigenblatt in Elmshorn, die Neujahrslesung gemacht. So, und dann, das war einfach, ich dachte, Alter, jetzt bist du echt abgestürzt. Jetzt ist es mit dir ganz tief unten angekommen. Aber sowas braucht man manchmal. Manchmal muss man ganz unten sein, um wieder neue Kräfte zu mobilisieren. Und das deutsche Fernsehen zu revolutionieren. Ja. Improvisation auf der ARD. Ich glaube, das hätte vor 10 Jahren, vor 15 Jahren wahrscheinlich niemals jemand irgendwann geglaubt. Das ist wirklich wahr. Und dass wir, ich meine, die waren ja auch mal, die ganzen Filme waren ja Primetime ausgestrahlt dann, also die ersten Altersklühen, Wellness für Paare und so. Dass wir das geschafft haben, dass sich auch der WDR damals das getraut hat, das ist schon cool. Also wirklich toll. Und das hat ja super funktioniert. Klassentreffen wird dauernd wiederholt und hat auch quotenmäßig total abgesahnt, obwohl es improvisiert ist. Aber auch viele Leute sehr aufgeregt. Ich habe Hassmails bekommen und so. Also ich irritiere mit meinen Formaten ganz schön viele Leute. Das ist aber ja gut so. Was stand in den Hassmails? Also die Hassmails waren nicht so gut. Das war wirklich für mich überraschend. Während der Ausstrahlung von Klassentreffen erreicht mich Mails, ich wäre ja wohl völlig krank im Hirn und müsste dringend in therapeutische Behandlung. Worauf ich geantwortet habe, ja, kann man gut machen, kann ich Ihnen auch empfehlen. Therapeutische Behandlung ist eine super Sache. Und ja, jetzt mache ich eine therapeutische Behandlung, weil ich bin zwar selber der Therapeut, aber
Ja, das war wirklich, das war richtig. Leute, die, glaube ich, zutiefst verunsichert sind durch diese Art des Spiels, was bei mir stattfindet, was eben nicht so vorhersehbar ist und nicht so gut und böse. Und dann fangen Männer an Punkten zu weinen, wo Männer normalerweise nicht weinen und all sowas. Das haut die Leute aus ihrer Wohnzimmercouch raus. Ich hoffe, dass du das noch ganz, ganz lange weiterhin tust. Kranitz, bei Trennung Geld zurück gibt's in der ARD Mediathek, genauso wie das Begräbnis. Und ich freue mich sehr, dass du zu Gast war, Jan-Georg Schütte. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin gespannt, was das gleich sein wird. Du hast noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Oh. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Man muss sich einfach trauen. Stellt euch mal vor, Jan hätte sich nicht getraut. Um Gottes Willen! Das wäre ja ganz fürchterlich gewesen. Und im Sinne von vielen sage ich Dankeschön, Jan, und bin gespannt, was du jetzt zu sagen hast. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr wie jeden Abend zur Web Talk Show. Und jetzt die finalen Worte des heutigen Tages von Jan-Georg Schütte. Bis dann. Guckt euch Don't Look Up an und rettet die Welt.